Ich möchte in Erinnerung bleiben als jemand, der den populären Gesang erneuert hat. Als ein Mann, der ein wunderbares Leben geführt hat. Der gute Freunde hatte. Und ich finde, mehr als das kann ich vom Leben nicht verlangen. Once in my life, I've someone who needs me, someone I've needed so long. For once I'm afraid I can go where life leads me, and somehow I know I'll be strong. For once I can touch what my heart used to dream of, long before I knew someone warm like you would make my dreams come true. Dann habe ich den Oliver, den habe ich auch im Zweifel abgebrochen, den habe ich auch im Zweifel abgebrochen. For once I've something I know won't deserve me, and I am not alone anymore. For once I can say this is mine, you won't take it, long as I know I... So, abgrüßen und dumme anschließend danach. Das Problem war gewesen, der Willi wird also hier aus dem Gonder Bereich verschwinden. Wir hoffen, dass er ab und zu nochmal wieder zurückkommt. Und dann war für mich, ich sage nicht das Problem, aber die Überlegung, was gebe ich dem Willi als Erinnerung mit auf dem Wege? Da ich den Willi seit über 40 Jahren kenne, ich sag mal, wo er noch rang und schlank war. Ich habe den Willi auch kennengelernt. Ich habe den Willi kennengelernt. Ich habe den Willi kennengelernt, wie der Willi also am Mattenrand gekniet hatte und hat also Kommentare abgegeben. Keine Kommentare abgegeben, das hatte natürlich auch. Aber er hat die Leute unheimlich angefeuert. Der Willi ist vom Judo-Club Freschen. In Freschen ist er groß geworden. Das ist mehr oder weniger jetzt noch ein Freschener Jung. Und wir haben aber alle gestaunt, dass er sich jetzt von Freschen nach Heide in Holstein, also in Norddeutschland, abgesetzt hat. Also, ich habe dann mal bei mir nachgeguckt, Erinnerungen, okay, machen wir das in Bildern. Dann habe ich also bei mir mal nachgeguckt, was ich habe. Also ich habe ungefähr so, erstmal so 400 Stück gesammelt. Ich habe also tausende von Papierbildern, also jetzt nicht von, sondern generell, tausende von Digitalfotos. Jeder weiß, dass der auch sowas macht. Und von den 400 Stück sind also 57 übrig geblieben, wo ich gedacht hatte, die sind es wert, dass sie also in dem Erinnerungsfotobuch reingehören. Also ich sag jetzt mal, was ich so auf der Rückseite
kurz geschrieben habe, also Erinnerungsfotos aus den letzten Jahren für Willy Heck. Judoka, Willy Heck, fünfter Dan, Diplom-Trainer. Die meisten wissen nicht, was das ist. Diplom-Trainer kann man hier werden auf der Trainer-Akademie. Und der Willy hat hier studiert, speziell Judo, und ist also im Bereich Judo Diplom-Trainer geworden. Ehemaliger, erfolgreicher Cheftrainer des Judo-Club Freschen. Der Willy hat also in Freschen viele Meister auf Kreis-, Bezirk-, Landes-, deutscher und internationaler Ebene herausgebracht. Und Freschen war also zur Zeit von Willy eines der erfolgreichsten Vereine, nicht nur in Köln, im Bezirk Köln oder hier in Nordrhein-Westfalen, sondern man kann sagen, fast in Deutschland. Ich kann mich da noch erinnern, Willy hat mal beziehungsweise mit seinen Eltern, ich kannte seine Mutter auch sehr gut und auch seinen Vater, ich habe ein sehr gutes Verhältnis mit seinem Vater gehabt. Wenn wir auf Meisterschaft waren in Freschen, haben wir immer gute Gespräche gehabt, auch mit seiner Mutter. Und man muss auch sagen, wir haben immer eine fantastische Cafeteria aufgebaut gehabt, in Freschen. Das muss ich mich immer noch gern erinnern. Und sein Papa hat das also auch immer organisiert mit den Leuten von Freschen. Das war immer eine tolle Sache. Also wir waren mit unserem Verein hier, Judoclub, da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie oft wir, 30 oder 40 Mal, haben wir also auch an Turnieren und Meisterschaften daran teilgenommen. Und das war immer wirklich eine ganz super Sache. Also, er ist jetzt Ehrenvorsitzender von Freschen, dann war er auch, er ist also jetzt ehemaliger Kampfrichter auf Kreis- und Bezirksebene, Landesebene war er nicht, ne? Ja. Dann ist er seit vielen Jahren Judo-Trainer und Bodenspezialist beim Sonntagsmorgentraining in WLZ Köln. Dazu muss ich also vorne sagen, ich habe in diesem Buch habe ich zwei Aufnahmen reingebracht von historischer Bedeutung. Und zwar, wie unser Willy in Holland bei Opa Schutte, das, ich sage jetzt nicht hier, Nevasa trainiert hatte und gelernt hatte, er ist ja schon mit Kenntnissen hingekommen. Wer kennt noch mehr Opa Schutte? Hand hoch. Ja, also, noch zwei Leute kennen Opa Schutte. Und das war so ganz typisch gewesen, wenn Opa auf der Matte gelegen hat und hat Kesakatame gemacht. Und das hat mich immer wieder erinnert, auch wieder heute, wenn Willy im Brunnenbad gemacht hat und er liegt da ungefähr wie Opa Schutte. Jetzt muss man leider sagen, der Opa, der ist also 1978 ist er verstorben. Ich habe ihn aber auch noch kennengelernt, wie der mal einen Lehrgang abgehalten hat, das war noch zu Zeiten von dem Kusenberg, von Walter Kusenberg, da waren wir im Bergischen und da war Opa Schutter mit seiner Frau auch. Opa Schutter ist leider mit 77 Jahren verstorben, das ist eigentlich von Ludegard viel zu früh. Aber ich möchte den Willy irgendwie so als Nachfolger von dem Vasa, Bodentechniken von Opa Schutte auch sehen. Also wie gesagt, es sind auch nur zwei Aufnahmen drin und da kann man auch sehen, da steht Willy neben Opa Schutte und da ist er wirklich noch ganz schlank. Ja. Also ich will das jetzt nicht hier noch mal weiter betonen, ja. Er ist sehr disproportioniert.
Ja, also, die Bruder des BOZ München, Billy und seine Frau Kai, alles nur erdenkliche Gute in seiner neuen Heimat in Norddeutschland. Und da habe ich das noch nicht ganz genau gewusst, deshalb habe ich aufgeschrieben, wahrscheinlich Scheide, Holstein. Ich habe mir das ja noch mal bestätigen lassen, ich muss ja das nur vom Hören sagen. Die BOZ-Gruppe, das seid ihr, wird deine guten Ratschläge in Zukunft sehr stark vermissen. Wir haben aber einen Kollegen, der hat auch schon Tränen vergossen. Aber da muss man drüber wegkommen. Ja. Danke für den Training, Willi. Ja. So, in diesem Buch habe ich natürlich noch so ein paar Sachen drin verarbeitet. Der 80. Geburtstag von seiner Mutter im Kreise der Preschner Judoka. Den Willi habe ich zweimal am Bodensee besucht, in Höri und einmal auf der Gemüseinsel, wie heißt die? Reichenau. In Reichenau. Und da ich eine gewisse Liaison habe, unten am Bodensee, hat sich dann immer wieder ergeben, dass ich den Buch auf dem Campingplatz gesucht habe. Und in Reichenau hatte uns motiviert, hier meine Partnerin und mich, auch mal Kanu zu fahren. Dann nennt sich Kanu. Ne? Mhm. Und wir wollten erst ein kleines Stückchen fahren, aber daraus ist dann tatsächlich geworden, dass wir die ganze Insel Reichenau rundgefahren sind. Also waren also wirklich ein tolles Erlebnis. Dann die Aufnahmen, die wir hier gemacht haben, zu früheren Zeiten, war unser Sauna immer pickevoll. Es wurden auch Geburtstag und alles Mögliche gefeiert. Das ist heute nicht so. Und ich habe dann auch hier eine Menge Bilder von der Sauna hier drin. Also nicht geschwärzt hier, ne? Also. Also ich habe gewillt. Dann habe ich natürlich hier ein paar Bilder gemacht hier vom letzten und vorletzten Training, wo der Winnie bei den Kindern sitzt hier, wo er typisch im Haltegriff ist hier, Gruppenfotos. Und dann wollte ich natürlich wissen, wo liegt Heide? Und das kann man ja heute alles sehr gut machen. Das kann man heute alles sehr gut machen. Ja, das heißt, ich habe mal gegoogelt und ich habe auch mit einer Straße gefunden, Ahornstraße. Ahornweg, ja. Und das kannst du auch haben. Also Willi, nochmal alles Gute. Ja, nimm das zu den Aktivisti Passaren hier. Und natürlich immer erinnern an den tollen Training, was wir hier auf der Matte hatten. Machen, ne? So, keine Angst, das ist... Jetzt hat der Norbert ja sich etwas einfallen lassen und ich habe da auch eine Urkunde gemacht und diese Urkunde sollte jeder Anwesende in Erinnerung an Willi unterschreiben. Die Urkunde liegt dahinter und der Norbert, der wollte jetzt auch noch etwas sagen. Ja, keine Angst, also ganz kurz, mit einem Dichterwort, was einer ist, was einer war, beim Scheiden wird es offenbar. Wir hören nicht, wer Gottes Weise summt, wir schaudern jetzt, wenn sie verschluckt. Und das wird wohl so ergehen, weil ihr, wenn du weg bist. So, soweit dies, jetzt das ganz Praktische. Ich habe nachgefragt, Willi, was können wir dir als Andenken mitgeben? Mehrere Leute haben ihn gefragt. Er sagte, nichts, absolut nichts. Damit waren wir natürlich nicht einverstanden. Und dann haben wir uns, irgendwie habe ich rausgekriegt, Willi hat ein Vorhaben, er will sich so ein, ich nenne das mal Schrein, das ist so wie ein Schrank, so kleines,
anschaffen. Er hat es noch nicht. Dafür sollten wir, möchten wir, wer will, total freiwillig, ohne Aufschreiben, total anonym, irgendein kleines Scheinchen oder sonst was da reintun. Und das möchte ich anschließend dann in eurem Namen, in unser aller Namen, Willi überreichen. Den hat er nämlich immer vor sich und erinnert er sich immer an uns. Ja, das war's. Ne? Ihr wisst Bescheid, ne? Ich bin da mit dem, mit der Mappe bin ich da vorne. Ne? Und wer dann in die Umkleide geht, sich irgendwas holt, als Erinnerung für Willi. Wir schreiben das nicht auf. Total anonym. Okay? Danke. Gut. Okay. Wir bleiben alle stehen. Ich würde ganz okay, gerne okay. So, ja, stimmt. Ganz kurz. Dann verstehe ich auch. Genau. So, zuerst mal möchte ich mich bei Georg und bei Norbert recht herzlich bedanken, auch für die Fotos. Ich hoffe, dass ihr alle weiterhin Judo so intensiv und mit so viel Freude betreibt, wie ich das in den letzten Jahren hier gesehen habe. Und ich denke mir mal, ich bin nicht ganz aus der Welt. Irgendwann wird mich auch wieder der Kölner Dom reizen und ich werde sicherlich auch nochmal hier nach Köln und dann auch hier auf die Matte kommen. Ganz wichtig ist natürlich, dass hier auch Leute sind, die das ein bisschen in die Hand nehmen. Ihr wisst alle, dass der Schorsch Reinhardt ja auch schon über 80 ist. Er braucht auch unbedingt Hilfe, er braucht auch einen Nachfolger mal irgendwann. Es wäre sehr, sehr schade, wenn dieses Sonntagstraining hier kaputt geht. Also daher, Judo ist immer geben, aber auch nehmen. Und dementsprechend sollte man sich überlegen, wer sich da ein bisschen mit reinbegibt, damit das Training hier weitergeführt wird. Das ist mein Anliegen. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin noch viel Gesundheit, viel Erfolg auf der Matte und auch in eurem Leben. Und ich werde nachhin, nach dem Training unten in der Cafeteria noch einen ausgeben, wer also möchte und noch ein wenig Zeit hat, den würde ich gerne dann da unten noch sehen. Okay, das war's. Ja. So, wir schließen jetzt ab. Wuxu! The final curtain, my friend, I say it clear, I've stated my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more. Much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through. Without exemption, I planned each chartered course, each careful step.